Du möchtest im Microsoft Flight Simulator 2024 losfliegen, hast dir ein schönes Ziel ausgesucht und dann stehst du plötzlich vor der Frage, wie man eigentlich korrekt einen Flug plant. Genau an diesem Punkt sehen sich viele Einsteiger vor einer großen Herausforderung, weil zwar alles beeindruckend aussieht, aber kaum jemand erklärt, wo man überhaupt anfangen soll. Die Flugplanung, die der Simulator intern mitbringt, haben wir uns kürzlich in einem weiteren Video für Einsteiger auf meinem Kanal angesehen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Heute geht es um den Flight Planner, das externe Planungstool für den Microsoft Flight Simulator 2024, welches nicht nur für PC und Xbox, sondern inzwischen auch für PlayStation nutzbar ist. Und das ganz ohne Umwege, ohne Microsoft Login, sondern direkt über dein PlayStation Netzwerkkonto, also deinen PSN-Account. Die Flugpläne, die du im Flight Planner erstellst, lassen sich anschließend direkt im Simulator auf der Plattform deiner Wahl verwenden. In diesem Video zeige ich dir den kompletten Ablauf von Anfang bis Ende. Wir gehen gemeinsam durch die Planung im Browser und laden den Flugplan danach Schritt für Schritt im Simulator. Ganz bewusst ohne Fachbegriffe und ohne Vorwissen vorauszusetzen. Und so, wie ich es hier in diesem Beispiel auf PlayStation 5 zeige, lässt sich das dann selbstverständlich auch 1:1 auf den Plattformen PC und Xbox anwenden. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy. Schön, dass du da bist. Bevor wir einen Flug planen, lohnt sich ein kurzer Blick darauf, was der Flight Planner überhaupt ist. Es handelt sich dabei um ein offizielles, webbasiertes Tool von Microsoft Asobo, das unabhängig vom Simulator im Internetbrowser genutzt wird. Du kannst damit Flüge vorbereiten, Routen visualisieren, Karten anschauen und dich mit den grundlegenden Rahmenbedingungen deines Fluges vertraut machen. Der große Vorteil ist, du benötigst keinen PC, um vernünftig planen zu können. Ein Tablet oder sogar Smartphone reicht aus. Entscheidend ist lediglich, dass du dich mit dem richtigen Konto anmeldest, damit der Simulator die Flugpläne später auch erkennt. Was der Flight Planner bisher nicht leisten kann, ist ein Live-Tracking, also dass du siehst, wo sich dein Fluggerät gerade live befindet. Das wäre noch eine super Ergänzung, um beispielsweise den Flight Planner nebenbei als Live-Karte an Handy oder Tablet zu nutzen, während man am Monitor oder TV fliegt. Falls das für euch eine gute Ergänzung wäre, signalisiert das gerne gegenüber Microsoft Asobo, beispielsweise im offiziellen Forum. Damit der Flight Planner korrekt mit dem Simulator auf PlayStation, Xbox oder PC kommunizieren kann, muss der Microsoft Flight Simulator 2024 mindestens einmal vollständig gestartet worden sein. Dabei solltest du alle Ersteinrichtungsdialoge abgeschlossen haben, bis du im Hauptmenü angekommen bist. Erst dann ist dein Profil korrekt angelegt und mit den Online-Diensten verknüpft. Anschließend öffnest du im Internetbrowser deiner Wahl, beispielsweise an PC, Tablet oder Smartphone, den offiziellen Flight Planner. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Auf der Anmeldeseite wirst du gefragt, ob du dich mit einem Xbox oder einem PlayStation-Konto einloggen möchtest. Für die PS5 ist es entscheidend, dass du hier bewusst den PlayStation-Login auswählst und dich mit deinem PSN-Konto anmeldest. Nur dann werden die erstellten Flugpläne später auch im Simulator auf PlayStation verfügbar sein. Für User am PC oder auf Xbox gilt dann selbstverständlich, den Xbox bzw. Microsoft-Account zu nutzen, damit die Inhalte später sowohl am PC als auch auf Xbox verknüpft werden. Wie auch im Multiplayer innerhalb des Microsoft Flight Simulator 2024 ist PlayStation hier unter sich. Jeder Flugplan, der innerhalb des PSN-Accounts erstellt wurde, ist auch nur auf PlayStation später im Simulator abrufbar. Ein Flugplan, den ich innerhalb meines Microsoft-Kontos erstellt habe, ist sowohl für Xbox als auch am PC nutzbar. Nach dem Login befindest du dich direkt im Flight Planner. Für den Einstieg halten wir es bewusst einfach. Du wählst zunächst einen Startflughafen und anschließend einen Zielflughafen aus. Und schon schlägt dir der Planner automatisch eine passende Route vor, die sich ideal für einen ersten Flug eignet. In diesem Moment geht es nicht darum, alles bis ins letzte Detail zu verstehen oder perfekt zu planen. Ziel ist es, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine Route aufgebaut ist und wie der Planner grundsätzlich funktioniert. Ein direkter Flug von A nach B ist dafür der beste Einstieg.
Zusätzlich können wir auf unserem Weg von A nach B noch beliebig viele Wegpunkte mit einbauen. Entweder an vorgegebenen Stellen, wie beispielsweise hier, oder aber auch völlig frei. Drückt und haltet dabei an einem beliebigen Punkt auf der Flugroute die linke Maustaste und verschiebt diesen an die gewünschte Stelle. Sobald ihr die Maustaste loslasst, öffnet sich ein weiteres Fenster, ihr klickt auf die Koordinaten und der Punkt wird hinterlegt. Sobald ihr auf freier Fläche auf die rechte Maustaste klickt, öffnet sich dieses Fenster. Auch hier seht ihr Koordinaten und daneben ein Pluszeichen, darauf klicken wir. Im Anschluss gehen wir auf Insert und können nun definieren, an welche Stelle unserer Flugroute dieser Punkt eingefügt werden soll. Hier ist dann selbstverständlich eine logische Aneinanderreihung der einzelnen Punkte sinnvoll und so fügen wir hier diesen Punkt an dieser Stelle ein. Man kann die platzierten Punkte selbstverständlich auch jederzeit wieder löschen und nachkorrigieren. Dazu klickt ihr an der gewünschten Stelle auf diesen kleinen weißen Punkt hier mit der rechten Maustaste, klickt im darauf öffnenden Fenster rechts oben auf den roten Mülleimer und die Platzierung wird entfernt. Auch die Seite, von der aus wir starten und von welcher Seite aus wir am Zielflughafen ankommen, können wir, wenn es der Airport anbietet, definieren. Dazu klicken wir hier auf der linken Seite auf den Reiter Route, gehen in die gewünschte Zeile des Airports, also für Abflug bzw. Ankunft, und klicken hier auf der rechten Seite auf diese drei kleinen Punkte. Im Dropdown-Menü geht es auf Change Runway. Wir wählen den gewünschten Punkt aus und klicken anschließend auf Select. Die Veränderung ist nun ab sofort in unsere Flugroute hinterlegt. Zwischenlandungen können beispielsweise mit eingebaut werden und Berücksichtigung finden, indem wir über einen Zwischenlandeplatz hinweg planen und dabei einfach kurz zwischenlanden. Was mir bei meinen vielen Planungen aufgefallen ist, es sind im Flight Planner nicht alle Airports vorhanden, die es im Microsoft Flight Simulator 2024 gibt. Auch der Flight Planner erhält regelmäßig Updates und wird entsprechend erweitert. Behaltet das bitte im Hinterkopf, falls ihr nach bestimmten Airports im Flight Planner sucht. Sobald eine Route geplant ist, ist der nächste Schritt einer der wichtigsten im gesamten Prozess. Der Flugplan muss gespeichert werden. Erst durch das Speichern wird der Flugplan deinem Profil auf der Plattform deiner Wahl zugeordnet und für den Simulator verfügbar gemacht. Du gibst deinem Flugplan einen Namen, unter dem du den Flug später leicht wiedererkennst und bestätigst den Vorgang. Ohne einen hier im Flight Planner abgespeicherten Flugplan gibt es später im Simulator nichts, was geladen werden kann. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos war es möglich, auf diese Art bis zu maximal 100 Flugpläne pro Plattform, also PlayStation und PC inklusive Xbox, abzuspeichern. Das ist für diejenigen interessant, die sich an diese Zahl so langsam herantasten und sich dann wundern, weshalb der neu erstellte 101. Flugplan im Microsoft Flight Simulator 2024 nicht zu finden ist. Behaltet also auch das bitte im Hinterkopf. Nach dem Speichern wechselst du zurück auf den Simulator auf deiner Plattform, in meinem Beispiel hier PlayStation 5. Du startest einen freien Flug und öffnest im Simulator das EFB, also das Electronic Flight Bag. Dort gehen wir auf die Kachel Flugplaner, dann auf Route und dort findest du die Möglichkeit, einen bestehenden Flugplan über das Icon Importieren zu laden. Im Dropdown wählen wir hier dann vom Web Laden aus und es erscheint eine Liste mit allen Flugplänen, die zuvor im Browser erstellt und gespeichert wurden. Wir suchen uns den gewünschten Flugplan aus, deshalb war die Benennung der Datei vorhin wichtig und Vorsicht, hier kannst du auch löschen. Wir klicken auf das Icon über dem Eimer und schon erscheint unser Flugplan im EFB.
Es empfiehlt sich, nochmals die jeweiligen Seiten der Airports gegenzuchecken, dass diese nachher auch stimmen. Und jetzt müssen wir die Daten noch über diesen Button hier senden. Am besten sowohl an die Flugsicherung als auch an die Avionik. Wenn wir nun das EFB schließen und wieder auf unserer Weltkarte sind, sehen wir hier nun eine Flugroute. Lass dich nicht davon irritieren, dass hier eventuell nur eine gerade Linie von A nach B zu sehen ist. Dies ist ein bekannter, schon lange vorhandener Fehler im Simulator, der eigentlich längst behoben gehört. Wichtig ist, dass die Flugroute in deinem EFB richtig ist. Kontrolliere gerne auch nochmals hier auf der Weltkarte, dass die Airports sowie die Seiten hier oben dem entsprechen, was du dir vorgestellt hast. Falls du in diesem Punkt immer wieder Probleme haben solltest, also dass du beispielsweise von einer anderen Seite startest als der, die du eingegeben hast, dann liegt das vermutlich daran, dass das System automatisch die Seite wählt, die wettertechnisch für Start oder Landung geeignet ist. Wenn du diese Funktion umgehen und abstellen möchtest, damit immer die von dir angegebenen Seiten zur Anwendung kommen, findest du die Einstellung wie folgt. Wir gehen hier rechts oben auf Einstellungen, wechseln auf den Reiter Unterstützung und hier müssen wir dann ganz unten den Punkt Flugsicherung folgt Flugplan anhaken. Ab sofort werden immer deine eingestellten Seiten auf Start- und Landebahnen verwendet. Das ist dann zwar vielleicht nicht immer simulationsgetreu oder technisch korrekt, aber wer das haben möchte, kann das jederzeit so machen. Nachdem du nun auf Flug starten geklickt hast, überprüfe bitte auf der Startbahn im EFB erneut, ob alles korrekt dargestellt ist und ob sich der Flugplan in deiner Avionik befindet. Solltest du Zweifel daran haben oder es offensichtlich nicht übernommen worden sein, kannst du auch direkt aus deinem Fluggerät heraus den Vorgang jederzeit im EFB wiederholen. Du kannst nun die Flugroute entweder eigenständig von Hand manuell abfliegen oder es der Technik deines Fluggerätes, wie beispielsweise dem Autopiloten, insofern du mit dem Umgang damit vertraut bist, überlassen. Es kann vorkommen, dass sehr komplexe Routen nicht immer sauber übernommen werden. Zum einen müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, es geht hier um den Microsoft Flight Simulator 2024 und es ist schlichtweg immer mit Überraschungen zu rechnen. Zum anderen liegt es selten an einem Bedienfehler, sondern eher daran, wie der Simulator bestimmte Flugroutentypen verarbeitet. Besonders verschachtelte Strecken oder sehr detaillierte Luftstraßen können problematisch sein. Einfache Routen sind stabiler, übersichtlicher und helfen dabei, den Fokus auf das Fliegen selbst zu legen. Mein Tipp daher für den Einstieg, das Ganze möglichst einfach zu gestalten. Sobald du dich sicher fühlst, kannst du jederzeit einen Schritt weitergehen. Und an dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Blick nach vorne, denn der Flight Planner im Microsoft Flight Simulator 2024 kann deutlich mehr, als wir in diesem Einsteigervideo nutzen. Sobald du mit den Grundlagen vertraut bist, kannst du beginnen, deine Routen gezielt zu erweitern und zu verfeinern. Du hast dann die Möglichkeit, bestimmte Wegpunkte bewusst in deine Flugroute einzubauen, um Landschaften zu erkunden oder realistische Flugverläufe nachzustellen. Auch der Einstieg in die instrumentengestützte Flugplanung, also sogenannte IFR-Routen mit festen Luftstraßen, Abflug- und Anflugverfahren, ist über den Flight Planner möglich. Darüber hinaus kannst du das Wetter bewusst in deine Planung einbeziehen und entscheiden, ob du bei guten Bedingungen entspannt fliegen möchtest oder gezielt anspruchsvolle Situationen trainierst. Auch das Teilen von Flugplänen und das gemeinsame Fliegen mit anderen eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die weit über den einfachen Einsteigerflug hinausgehen. All diese Optionen bauen direkt auf dem auf, was du in diesem Video gelernt hast. Du musst also nichts neu lernen, sondern lediglich Schritt für Schritt mehr Tiefe hinzufügen, ganz in deinem eigenen Tempo. Sollte der Flight Planner einmal auf irgendeine Art nicht so funktionieren, wie du es gewohnt bist oder erwartest, oder sich eventuell sogar in deinem Browser gar nicht mehr aufrufen lassen, dann kann folgender Tipp helfen. In der Vergangenheit war es oftmals zielführend, je nach Browser, die Cookies, Cache oder auch den Browserverlauf des Browsers zu löschen. Danach funktionierte der Flight Planner in der Regel wieder problemlos.
Damit hast du jetzt eine solide Grundlage, um im Microsoft Flight Simulator 2024 auch im Flight Planner sauber und strukturiert Flugpläne zu erstellen und zu nutzen. Du weißt, wo du planen musst, worauf du achten solltest und wie du den Flugplan zuverlässig in den Simulator bekommst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein weiteres Puzzlestück rund um die virtuelle Fliegerei im Microsoft Flight Simulator 2024 näher bringen. Wenn dir dieses Video gefallen und vielleicht sogar geholfen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere und aktiviere die Glocke, damit du keines der kommenden Videos verpasst. Für Fragen und Ergänzungen nutze gerne die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.